Is everything okay? Orders, sir. Of course, my commander. Our forces are in danger. In der Stadt. George! Here we come! On your orders. Yep, da ist eine Stadt. Tell me what to do. Just give me something to shoot. Orders, sir. Kann ich hier Wall hinbauen? Commander? Attention. Building completed. Da hätte ich dann tatsächlich gerne Balliste. Gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir Essen. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Jetzt warten wir noch einmal auf Energie. Nein, jemand braucht einen Lucifer. Den setze ich aber nicht gleich ein. Sobald das fertig ist, brauchen wir auch keine Sorgen mehr machen. Hör mal auf, denselben zu schießen. So, das reicht jetzt wieder für eine Mühle. Und dann fangen wir jetzt an mit Aufrüsten, sobald wir wieder Geld haben. Ah, das hier war wichtig. An der Position sollte man eine Balliste haben. Gerade weil sie ja so gedrängt kommen. Später vielleicht ein, zwei Vollstrecker. Wenn sie hier durchkommen bei der Endwelle, wäre perfekt. Du kommst nicht mehr zurück, oder? Okay, jetzt kann ich anfangen. Tell me, for the humans. Ah, da habe ich weniger Glück tatsächlich. Aber das Ding ist auch nicht schlecht. Vielleicht kann ich auch hier unten dann noch ein bisschen runtergehen. Und ein Marktplatz wäre auch langsam echt angebracht. Ah, jetzt hink ich doch langsam wieder hinterher. Aber wenn ich hier Marktplatz dann habe, dann geht's vorwärts. Ich verschwende jetzt halt kaufenweise Potenzial. Warum habe ich das jetzt eigentlich gebaut? Da hätte ich doch direkt den Marktplatz schon machen können. Ja, es ist, weil ich mich dann immer auf ein was fokussiere und das will ich dann auch weitermachen. Da brauche ich mindestens zwei Tage, bis ich den bauen kann. Ich glaube wirklich 1, 2, 3. Oh, wird alles hinpassen, genau. Okay. Ah, jetzt kamen die Soldaten. Reporting for duty. Die kann ich auch echt gut gebrauchen. Of course, my commander. Ist doch immer dasselbe. Hab mich Great geirrt. Idea, sir. Do you need me? Du bist hier mit. Wir räumen das Gebiet jetzt hier.
Ich will auf jeden Fall den Markt haben. Ich glaube nicht, dass es ein abgeschlossenes Gebiet ist. So viel Glück kann ich ja dann doch nicht haben. Das hier ist auch schon super hier. Das heißt, wenn ich bis hier hochkomme, brauche ich nicht so viel verteidigen. Jetzt kommt gleich. Our forces are in danger. Order accepted. Technology research video. Ah, 400 Gold. Die gehen noch. Oh, viel mehr Energie. So. Machen wir es erstmal so, weil ich da nicht dran gedacht habe, dass ich da ja auch bauen können muss. You again, I'm sure. Attention. Great. Building completed. Do you need me? What? Nee, da geht's weiter. Ah, da kann ich dann gleich zumachen später. Gleich später, ja. Also gleich später machen wir das dann. Ja, da muss ich aufleveln. So, beim nächsten Mal sammeln wir dann ein bisschen was für die Energie. Ja, das ist offen. Ein paar davon kann ich ja noch bauen, problemlos. Ach ne. Sind wir schon bei plus 400? Es wird jetzt auch langsam besser. Ja, ich habe mich gehört, es wird nicht besser. Allerdings, ich habe den Lucifer, der brennt das Problem dann einfach wieder weg. Das kennen wir ja schon. Und die zweite Welle ist problemlos mit dem Lucifer zu bändigen. Von daher. Ab der dritten brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. So, hier oben. Mal sammeln lasse ich noch und dann hole ich mir meinen. Ach Mensch, habe ich ja noch einen. Nein, warum? Ich bin so blöd. Schockturm, nicht der Turm. Sagen, hier oben könnten doch auch jederzeit welche angreifen. Oh, wir verschwenden schon mal kein Zeug mehr, das ist super. Habe ich eigentlich auch Eisen, habe ich ja auch mit mir. Laufen die an mir vorbei? Geh mal auf die da los. Fuck. Mit dem bitte fertig. War easy.
enemy is under attack. Any orders? All right. They are trying to break into the building. Wenigstens räumen wir hier alles dadurch. Das war aber echt nicht gewollt. Ah, immerhin haben wir eine Schutzbarriere. Komm mal mit dir runter. Kurz ging's. Nur so. Die zerfetzen das Ding jetzt. Scheiße, ich wollte ihn nicht reparieren. Ich konnte ihn kurz mal reparieren, aber das war leider nicht schnell genug. Ich vermute mal, das packst du nicht. Nicht gegen so eine Masse. Boah, wie schnell die ihn zerlegt haben. Ja, die zerfetzen jetzt hier an. Das ist super. Super! Scheiße, nur weil ich mich verklickt habe. Die holen sich jetzt das und dann kann ich gar nichts mehr machen. Zieh dich zurück. Ja, jetzt ist der Strom alle. Oh, ernsthaft. Was für einer. Ernsthaft? Sieht das hier alle an? Hä? Ich glaube nicht, dass ich das noch gebändigt krieg. Bleib mal lieber hier dahinter. Attack!
Kann echt sein, dass ich das jetzt nicht mehr auf die Reihe kriege. Die scheiß Harpien überrennen mich jetzt. Nein! Warum? Scheiße, warum haben die den nicht angegriffen? Das habe ich versaut. Oh, ernsthaft, wie beschissen! Weil ich aus Versehen diesen Turm repariert habe. Es war die perfekte Karte. Nein, ich repariere aus Versehen den Turm. Und versaut so. Ich hätte es abbrechen können. Ach, egal. Ja, los, gib's ihn! Los! Ihr scheiß Harpien! Ja, das war einfach nur meine eigene Blödheit, dass wir das jetzt verloren haben. Weißt du was, stell dich mal hier hin und fackel mal alles ab, was da... Ne, so weit wird's gar nicht kommen, oder? Ich hatte die Stadt, soweit sich... Ich würde es toll finden, wenn man jetzt die Karte wenigstens noch sehen könnte. Das ist immer so blöd, dass du halt wirklich nicht mehr siehst, wie die Karte eigentlich ausgesehen hat. Ja... Wir können noch mal kurz anfangen. Ne, wir bleiben aber bei der. Wie bescheuert das jetzt war. Ja, die Schocktürme sind einfach nur gefährlich, wenn man die repariert. Für die Endwelle wäre der an der Stelle gar nicht so schlecht gewesen, aber so... Wissen wir schon... Ja, es ist sehr, sehr laut. Könnt ihr es bitte aufhören? Ich habe schon wieder so eine Kackstadt neben mir. Das macht die nur, mich zu ärgern, oder? I hope you're not wasting my time. Gotcha. What? Are you sure? You are gonna pay me for this, right? Gotcha. Bleibst hier stehen. You again? Are you sure? Gotcha. Roger that. Okay. Diesmal sind sie mir viel mehr auf den Fersen, kann das sein? In der letzten Mission waren die extrem weit weg alle. Die Gegner. Just tell me what to do. Und hier stehen sie wirklich direkt vor meinen Toren. Aber ich will es jetzt auch nicht so machen, dass ich immer wieder so lange neu starte, bis ich die perfekte Karte wieder habe. Das kann man zwar machen, aber... Okay. Ihr wisst, dass ich da nicht unbedingt ein Freund von bin, von Leuten, die sowas tun. Sichtweite wäre zwar nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, jede Jagdhütte bringt mehr Essen. Das bringt mich auch im Endgame sehr weit. Das ist ein guter Platz für eine Mühle. Später. Jetzt warten wir erstmal drauf, dass wir... Wie weit kann ich denn eigentlich bauen? Oh, ich muss hier ein Sägewerk hinbauen. Und hier bräuchte ich eigentlich zwei Ballisten. Hier einer. Hier ein, dann könnte ich das Gebiet hier hinten schon holen. Ich weiß auch nicht so genau, wo ich hier
Das hier hätte ich gerne weg. Also den Bereich hätte ich gerne leer. Vollkommen, da hätte ich jetzt eine größere Fläche, aber... Ja. Reparieren wir das Ding doch. Häuschen nach unten bauen gefällt mir irgendwie auch nicht. Das hier müsste auch weg sein. Und wenn dieser Bereich hier wenigstens leer wäre. Träume sind Schäume. Ne, ich krieg wirklich immer was anderes. Lucifer. Wenn ich Probleme mit der Stadt habe, der haut mich da raus. Zumindest teilweise. Und eine einzelne große Balliste kann helfen, aber ich glaube, der Lucifer bringt mehr. Weiter geht's. Mal kurz die Nase putzen. Plus 20. Plus 19. Eine Segelmühle mehr schadet übrigens auch nicht. So, noch einmal sammeln und wir können uns die erste Mühle leisten. Den Lucifer brauche ich noch nicht. Den hole ich erst raus, wenn ich ihn brauche. Ja, die zweite Karte jetzt ärgert mich wirklich, dass ich die versaut habe. Ah, ich hätte das nur nicht repariert. Hätte ich das nicht repariert, wäre es alles nicht passiert. Ich brauche noch kurz. Ich müsste dann wirklich in die Stadt reinbauen. Und dazu brauche ich erstmal zwei Ballisten. Dazu bräuchte ich hier, ihr wisst schon, Dingens. Schreinerei. Energie haben wir, Arbeit haben wir problemlos. Ganz am Anfang hat man noch Arbeit ohne Ende. Normalerweise, es sei denn, man findet kein Essen, dann nicht. Merkt auch, hier hängen sie uns wieder sehr... Also wirklich, die Zombies sind hier wieder sehr, sehr nah bei uns. Im letzten Spiel zum Beispiel waren sie gleich am Anfang sehr, sehr weit weg. Das ist schon ein enormer Unterschied. Kann man sich halt anfangs schneller ausbreiten. Man muss sie nicht erst bekämpfen. Naja. Sorry, Sir. Wenn das jetzt auch vorher nicht so viele Harpien gewesen wären, wäre das wahrscheinlich auch gar kein Problem geworden. Die Venoms haben wir soweit abgeschossen gekriegt. Oder hätte ich zwischendrin schnell genug reagiert und einfach mal... Ich konnte eine Millisekündchen konnte ich tatsächlich reparieren. Hätte ich das angeklickt, wäre es vielleicht auch schon wieder ganz anders ausgegangen. Aber das hätte uns vielleicht die Zeit verschafft, die wir gebraucht hätten. Okay, ich brauche den Stein.
finde es übrigens toll, man kriegt eine Balliste geschenkt, aber besser wäre es eigentlich, wenn man die Technologie kriegen würde, aber ich glaube, das war vielleicht nicht umsetzbar, weil dann die Gefahr besteht, dass man wirklich die Sachen schon hat. Und was machst du, wenn du zwei Technologien angeboten bekommst oder die Wahl hast zwischen zwei Technologien, die du vielleicht schon hast? Super, Bonus umsonst. So, und jetzt brauche ich auf jeden Fall hier die Ballisten. Hier und hier. Vorher brauche ich da gar nicht weitermachen. Hier könnte ich dann problemlos einen Marktplatz und hier eine Bank reinsetzen. Den könnte ich noch brauchen. Ich könnte aktuell nur nach oben bauen erstmal. Zwischenzeit sammle ich das Geld, dann kann ich dann direkt weiterforschen. Wir hatten auch sehr viele Stadtgüter in der letzten Mission. Okay, eine Bonusfarm. Oh, die bringt sogar mal was. Wenn ich dann die Soldaten noch dazu kriege, könnte ich die Stadt anfangen zu räumen. Wenn ich hier die Ballisten stelle mit dem Blutziffer und den Soldaten, haue ich die Stadt dann weg. Bis zu den Ballisten kann man ja noch bauen. Aber die Stadt muss auf jeden Fall weg, weil sonst kann mich halt nicht ausbreiten, wo die Stadt ist. Any orders? Die Städte haben mich auch im ersten Spiel sehr stark gebremst. Das wird hier auch wieder passieren, glaube ich. Dieses Gebäude war einst ein Ort der Freude. Jetzt ist eine Bruststätte für Infizierte. Vermehren sich Infizierte? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wie die Flat oder die Necromorphs sind die nur aus, andere Leute zu infizieren. Was anderes machen die gar nicht mehr. Sucht euch mal einen Job. So. Okay, hier würde ich eine Balliste hinkriegen. Aber hier nicht. Dann nicht pausieren. Will ich aber eigentlich nicht. Geld, 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 Geld. Wenn die Stadt. Das sind vor allem auch keine kleinen. Also die Städte wirken. Ich habe jetzt in der letzten Mission. Also in der ersten Mission zwei Städte vernichtet. Es sind keine kleinen Städte. Das sind irgendwie alles richtig große. Ich habe gesehen, es müssen. Es gibt einen Missionsmodus. Also wenn es den jetzt wirklich gibt, also es gibt die Errungenschaften, würde ich auf jeden Fall die Mission noch machen. Weil wenn es die schon gibt, dann werde ich natürlich auch nutzen. Ja, aber ich brauche erstmal kurz. Ach so, ab Tag 7 kommt ja auch der erste Angriff. Ich muss trotzdem hier eine Stadt was für die Stadt hinbauen. Oder gegen die Stadt eher.
Ich hoffe dann nur drauf, dass... Obwohl, ich habe den Lucifer, wenn es hart auf hart kommt, habe ich den Lucifer noch. Mach ich hier einen kleinen Wall hin. Hoffen wir, dass das Ding nicht hier drauf schießt. Die erste Welle nehmen wir noch mit. Ich habe noch nicht so viel Holz, dass ich damit hausieren kann. Habe ich alles da? Attention. Building completed. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the north. Nee, egal. Mach den mal kaputt. Der ärgert mich. Oh, nicht genug Holz. Oh, scheiße. Darauf habe ich jetzt wirklich nicht geachtet. So, beim nächsten Mal sammeln, hole ich mir den Lucifer ran. Oder ich warte noch bis kurz vorher. Kann ich ja nochmal problemlos sammeln, schätze ich mal. Lucifer ist halt doch teuer. So, was mache ich mit dem Gold? Nicht. Ach doch, da kriege ich dann Eisen. Ich glaube, die kommen. Ne, die müssen hier lang laufen. Die kriegen die Stadt auch mit, das ist super. Wenn wir die Stadt so mit beschädigen, finde ich das echt sehr praktisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht, wirklich nicht wollen, dass wir zur Horde gehören, weil jede Kolonie, die wegfällt... ...macht es ja auch schwieriger für die anderen überlebenden Kolonien. Okay, die Stadt ist auf jeden Fall aufgewacht. Wo ist hier gerade was zerstört worden? Ah, okay. Units under attack. The walls are under attack. Hier kriege ich dann meine. Da ist noch der. Der ist Schmerzen gewohnt.
So, hier kriegt man dann noch schnell das hin. Zwei Steine extra finde ich auch gut. Holz wird jetzt auch langsam mehr. Da kann ich dann auch vier rausholen. Sehr gut gemacht. Der Vorteil ist, die Schnellen sind auch eher dran. Da werden sie teilweise auch eher abgeschossen, aber nicht immer. Na, das war blöd. Dauert nicht mehr lange, dann brechen sie durch. Dann ging es ja auch wieder kurz zu reparieren. Komm. Das ist besser. Oh, habe ich tatsächlich was verloren? Ach Mist, Energie. Okay, dann würde ich sagen, das war Let's Play Sea Bains für heute. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und hoffe, dass wir dem hier irgendwie Herr werden, weil das Ding ist nämlich fast platt. Ui, das könnte noch ein bisschen knapp werden. Ja, kann ich gleich reparieren? Ja. Glück gehabt. Okay, das Ding wird auch nicht mehr lange halten. Und ja, ich gehe dann demnächst auf. Scharfschützen habe ich ja schon, dann würde ich sagen Marktplatz und Co. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.